Wir sind gerade unterwegs auf die 4x4 Outdoor-Messe. In diesem Video seht ihr, wie wir die Allrad-Abenteuer 2024. Willkommen bei einem neuen Video von Off-Grid Food and Lifestyle. In diesem Video seht ihr, wie wir die Abenteuer Allrad 2024 besuchen werden. Dann haben wir einen kleinen Overnight unter unserem Dachzelt und auf dem Rückweg haben wir noch was ganz Besonderes für euch entdeckt. Solltet ihr uns noch nicht folgen, liken, teilen, abonnieren, kommentiert, was das Zeug hält und bleibt dran, um nichts zu verpassen. Michi pinkelt gerade da hinten, schon die erste Pinkelpause, aber Männer ab einem gewissen Alter müssen halt öfter. Richtige Matsche. Wie ihr seht, sind wir angekommen. Es ist ein bisschen viel los. Das ist so schön, wir sind alle in so einem richtig tollen Look unterwegs. Außer Michi. Michi sieht ein bisschen wild aus. Du siehst ein bisschen wild aus. Warum? Mit deiner kurzen Hose. Echt lustig. War cool. So, wie heißt die Messe? Abenteuer Allrad. Nicht 4x4 Offroad, keine Ahnung was. Abenteuer Allrad. Jule hat da wieder ein bisschen übertrieben. Gut, jetzt gucken wir mal, was für ein Abenteuer uns erwartet. Ich weiß nicht, ich kann mich damit nicht anfreunden mit so einem. Ja, okay, das ist schon cool. Schon nice. Oh, ist halt schon geil. Ah, schon krass. Alter, wenn du da runterfällst, das finde ich echt cool. Oh, das sieht mal innen sehr geil aus. Oh, der gefällt mir in voll. Guck mal, die Panels da oben, die sind drauf, sind die schon drin. Und die haben alle eine Funktion, also von Differentialsperre, Lichter etc. Ey, und? Was habe ich heute gesagt? Ein Dach. Ja, kannst hochklappen, aufklappen. Das ist echt cool. Ja. Michael, kleinen Blick. BMW-Motor. Das heißt dann eigentlich nichts Gutes, oder? Doch. Wie schaut das mit dem? Oh, mit zwei Türen. Mit zwei Türen, das finde ich auch cool. Sorry, meine Lieblingsfarbe. In der Farbe sehe ich mich. Das glaube ich. Aber ich finde den mal echt cool. Guck mal, hier hatten die doch vorhin, dass du Sachen, ja, wo du was reinhängen kannst. Das ist ein Bord dran, da kannst du so. Ey, das finde ich mega. Diese Gepäcktasche finde ich cool. Ja. Wenn du die da hinten so hinmachst. Hey, du kannst halt voll viel noch reintun. Das finde ich schon geil. Da ist einfach, da kannst du das hochfahren. Scheiße. Was denn? Die werden doch gut bei dir auf dem Ford Kuga. Ja, warum nicht?
eigentlich ganz hübsch. Zukünftiges Projekt, oder? Ja. Schönes Blau. Die Rückfahrt war jetzt gerade richtig toll. Wir sind mit dem Bus gefahren und wir beide haben uns nicht gemerkt, auf was für einem Parkplatz wir sind. Jetzt muss man gerade erfragen, zu welchem Parkplatz sie fahren, wie der aussieht. Und ich habe halt nur gesagt, wie sieht der Parkplatz aus, wo sie hinfahren. Und so haben wir dann rausgefunden, wo wir hin müssen. Als sie mich gefragt haben, wie unser Parkplatz aussieht, habe ich gesagt, ich kann mich nur an sehr viel Dreck erinnern. So, Michi und ich, wir sitzen jetzt wieder im Auto. Ich hoffe, euch haben die Eindrücke ein bisschen gefallen. Ich habe jetzt nicht so ultra viel gefilmt. Weiß ich nicht. Ja, Michi! Es war, keine Ahnung, es ist schon cool. Man sieht schon wahnsinnig viel und so. Es ist halt, aber wenn man so genau hinschaut, sind es bis auf so ein paar kleine Gimmicks meistens die gleichen Sachen dann von verschiedenen Herstellern. Michi schneidet ja das Video eh und er wird dann gucken schon, was er alles damit reinschneidet. Wir sind jetzt auf dem Weg zu unserem Übernachtungsplatz und haben natürlich, wir haben so ganz, ganz primitiv alles nur mitgenommen. Wir haben jetzt nicht mal Stühle zum Hinsetzen. Voll gut, ja. Wir waren wahrscheinlich einfach zu faul gewesen, als der erste gefragt hat, so hey, Stühle, und dann nee, brauchen wir nicht. Nee, aber ja. Es hat ja auch noch übelst geregnet und da haben wir gedacht, ganz, ganz spartanisch macht man das. Spartanisch? Spartanisch. Beitrag von Schwaben TV. Also ich übernehme wieder das Moderieren, weil der Michi irgendwie nur labert. Wir sind jetzt wieder an unserem Spot, wo wir schon mal waren beim Übernachten. Ich denke, ihr werdet den schönen Fluss hören, der da hier ist. Hier so. So, wir gönnen uns heute was richtig Gutes. Leckeren Käsekuchen. Hier gibt es Himbeeren. Und leckeren Kaffee. Zwar nicht viel, aber wenigstens etwas. Dann sagen wir mal Bon Appetit und bon Michi. Appetit. Bon Appetit und Michi frisst schon einen halben Kuchen. Ja. So, im Camp wird schon fleißig gekocht. Was gibt's? Einen russischen Eintopf. Einen russischen Eintopf. Ja, also im Dorf sind wir ein bisschen spazieren gegangen. Gab es jetzt nichts Krasses, was wir euch jetzt zeigen können? Nein, also wir haben 5 Dorfeinwohner getroffen. Die alle sehr verwundert waren. Nein, die gehen jetzt auf den Geburtstag. Stimmt, die gehen auf den Geburtstag. Ja, genau. Ja. Deswegen. Jetzt regnet es gerade wieder. Eigentlich echt schöne Stimmung und wir essen eigentlich dann nur noch. Wie ihr seht, sind wir schon im Schlafzimmer. Schon dreimal weggenickt. Ja gut, Michi ist halt immer müde. Wir haben jetzt gerade einen Film angeschaut. Ja, und jetzt ja. Das stimmt nicht, Schlafzeit. Genau, und hier einmal bitte meine Konstruktion. Wie schön man ein Nachtlicht machen kann. Einfach eine Wasserflasche auf die Handy... Kameralicht. Das fokussiert dich nicht mehr. Hat. Boah, ich bin echt ein paar Mal weggenickt. Okay. Ich würde sagen, wir müssen heute Nacht gut singen. Ich kenn kein Gutes. Du kennst kein Gutes? Kennst du schlechte gute Nachtlieder? Auch nicht. Keine Ahnung, ich fresse echt ein gute Nachtlicht hier. Du kannst doch einfach sagen, gute Nacht, Leute. Wir hören uns morgen. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht und wir hören morgen voneinander. Du wünschst ihnen eine gute Nacht? Ja.
Vielleicht gucken sie es um 10 Uhr morgens. So, wie ihr seht, wir haben alles schon zusammengepackt und haben hier noch so ein kleines Highlight entdeckt, wo wir euch auch noch ein bisschen mitnehmen möchten. Thank you.